Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, freshen Folge von Super Mario Bros. X. Ich habe mir gedacht, da jetzt Wochenende ist, gönne ich mir mal ein Headset und da habe ich jetzt ein Mikro. Also muss ich nicht mal die Webcam-Mikro-Dingsbums da benutzen. Und ich bin endlich mal wieder froh, ein Super Mario Bros. X Video rauszubringen. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal direkt an mit Mario Slot 2. Ich bin momentan richtig aggressiv, da ich ja Leverkusen-Fan bin und wir haben ja vorhin gegen Bayern gespielt. Ich will ja jetzt nichts Schlechtes zu Bayern sagen. Nach dem Video werde ich mich wieder aufregen, aber das war echt scheiße, das Spiel. Was ist? Oh, nee. Aber jetzt zu Mario. Ja, natürlich! Weißt du, bin ich rechts, springt der Pilz nach links. Weißt du, das Spiel will mich immer trollen. Da. Bleib drinne. Ich habe schon etwas länger nicht mehr das Spiel gespielt. Seit der letzten Aufnahme nicht mehr. Ich spiele das Spiel nur noch zu den Aufnahmen. Damit ihr auch alles mitbekommt, was ich hier mache. Und damit ihr alle meine Ausraster mitbekommt. Ja. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zum Fußball. Dortmund hat ja am Wochenende auch gewonnen. Das haben die auch mal, das wurde auch mal wieder Zeit. Die sind ja wieder 14. oder. Was ist das? Ah, Waschbärenkostüm. Hammer, geil. Wie funktioniert das nochmal? Lalalalalalalala. Ich muss schon sagen, das neue Mikro ist viel bequemer. Ich fühle mich damit so professionell. Ja, also das Niveau hat es dadurch nicht zugenommen. Aber das müsst ihr mir verzeihen, ihr kennt mich ja einigermaßen. Yo! Ach ja, und ich habe auch eine Antwort zu Nintendo bekommen. Ich darf Nintendo Let's Plays machen. Also mit nächste Woche, wenn das Game Capture Gerät da ist, das habe ich ja Dienstag bestellt. Da wird dann auch Wii U Let's Plays rauskommen. Und ihr könnt entscheiden, was ich als nächstes Let's Player. Also zur Auswahl stehen Mario Kart 8, Super Mario 3D World und Super Mario Bros. U. Also die Spiele stehen zur Auswahl. Schreibt mir dann in die Comments, was ich als erstes Let's Playen soll. Und dann an Weihnachten bekomme ich ja auch Super Smash Bros. U. Ah, oh, das wird so geil. Das wird dann das erste Smash Bros. Sein, was ich je spiele. Ich habe mir schon auf Nintendo und Let's Play Markus und so Videos davon angeguckt. Das Spiel ist mega geil, Alter. Ist einfach nur zu geil. Ja, und nee. Wow! Shit! Ich glaube, ich sollte mal Joko gegen Klaas ein bisschen leiser schalten. Mal gucken, ob das Kabel so lang. So, ich gucke ja hierbei, wie ich schon gesagt, ein bisschen Joko gegen Klaas. Joko gegen Klaas, ja, nee, die neue Sendung von dem, mein bester Feind. Ich muss schon sagen, das ist echt. Wow! Was ist das für Viecher? Aber ich muss schon sagen, der eine Typ da, der hat sich ja vorhin eiskalt ohne nachzudenken. Shit! Der hat sich eiskalt ohne nachzudenken einfach so ein Tattoo gemacht von der Rosine. Ist zwar am rechten Oberschenkel, da sieht man das auch nicht, aber trotzdem, das muss ich schon sagen, Respekt, letzter Typ sich. Letzter Typ sich eiskalt tätowieren! Ja, das ist schon. Ja. Also diesmal hat Pilz mitgespielt und ich bin in die rechte Richtung gegangen und der ist auch in die rechte Richtung gegangen, also läuft. So, jetzt nehmen wir die Bomben. Jo, wahrscheinlich. Jetzt nehmen wir den Panzer. Nein! Verdammt! Oh, das wollte ich doch gar nicht. Wenigstens, nein. Oh, oh, ich will immer noch einen Pilz holen. Schon wieder so ein. Ah, das wäre knapp gewesen, wäre ich drauf gesprungen. Boah, das ist so geil mit dem Headset einfach. Das ist so ein geiles Gefühl. Leider funktioniert das auf dem Handy nicht. Ich weiß nicht wieso, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich wollte es ja so im Handy anschließen, aber es funktioniert einfach nicht. Wegen für Clash of Clans wäre das echt nützlich, da meine Handy-Mikro nicht so berauschend ist. Ja, und da wäre es einfach nur geil. Oh, Feuerblume, geil. Nein, das wollte ich nicht.
Ja, wenigstens auf Kreis macht man Feuer, okay. Das hatte ich gerade vergessen. Jo. Jetzt ziehen wir wieder den Pilz. Ja. Yeah. Und das Level haben wir auch. Wow! Yo! Yo! Mistvieh, ey. Ja, wenigstens haben wir ihn abbekommen. Ja, ich bin alleine zu Hause, deswegen brülle ich hier gerade so richtig rum. Ich genieße es einfach nur, ich genieße es. Ich genieße es, ja. Apropos, ich habe ja heute auf der Nintendo YouTube-Seite gesehen, dass man ab dem nächsten Jahr nur für die Wii U, da gibt es so einen Mario-Editor, damit kann man sich eigene Level machen von Super Mario Bros. 1, also die Grafik her von Super Mario Bros. 1, 2, 3, Super Mario Bros. Wii, Super Mario Bros. U. Boah, das wird geil, ey. Da will ich mir richtig... Was ist das denn? Eine Epilepsie-Feuerblume oder was? Hä, habt ihr das gerade gesehen? Die Blume hat so geleuchtet wie so ein Stern. Hä? Was soll das denn? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, das neue Mikro ist etwas besser als das von der Webcam. Ja. Bei der Webcam, da haben wir so ein kleines Rauschen im Hintergrund. Ich frage mich, woran das liegt. Ich hoffe, das ist hier nicht. Ich habe das neue Mikro noch nicht so richtig ausprobiert. Das ist jetzt mein erstes Let's Play damit. Ich hoffe, es wird gut. Ach ja, Mario. Und auf der Nintendo-Seite habe ich auch gesehen, dass neue saß halt dieser Dingsbums da. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Ist halt japanisch. Saß da mit so einem anderen Typen da so ganz gechillt auf einer Couch und die haben dann das neue Zelda angespielt. Ich muss schon sagen, boah, das ist geil, ey. Wow, oh. Was ist das denn? Ein Totenpilz, ich glaube, den sollte ich nicht nehmen. Auf jeden Fall, das sieht hammergeil aus, diese Location. Und dann haben die das Gamepad auch sehr gut in das Spiel reingesetzt. Also du kannst damit, also da stand so Link auf einem Berg und man konnte dann mit dem Gamepad halt so rumschauen. Das finde ich gut, dass Nintendo sich jetzt mehr bemüht. Oh! Ja, also das finde ich gut, dass Nintendo sich da bemüht, das Gamepad jetzt mehr in das Spiel reinzubringen. Also gut gemacht, Nintendo. Oh, ich bin wieder so unnötig gestorben. Guckt euch das an. Epilepsie-Feuerblume. Sie ist so vom Stern. Hm. Jetzt können wir wieder neu anfangen, weil wir keinen Checkpoint hatten. Hm. Wir sterben immer so unnötig, ey. Das ist wirklich so unnötig. Ja, jetzt springen wir hier rüber. Jetzt schon wieder so eine Epilepsie-Feuerblume. Die nehmen wir aber natürlich mit. Ach ja. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Ich habe gehofft, also das Game-Capture-Gerät da. Kleiner Röter. Hoffentlich habt ihr es nicht gehört. Wow! Auf jeden Fall das Game-Capture-Gerät habe ich... Junge! Geht doch. Das habe ich Dienstag bestellt. Donnerstag wurde es versandt. Oh nein, nicht das Pimmelding. Oh ja. Auf jeden Fall, das habe ich Dienstag bestellt. Und Donnerstag habe ich dann E-Mail von Amazon bekommen, dass es Donnerstag versandt wurde. Und ich habe keinen Plan, aus welchem Land das kommt, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass es aus Deutschland kommt. Aber irgendwie, die haben geschrieben, dass es aus Deutschland kommt. Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Ich glaube, dass es diese Woche da ist. Und dann kann ich auf der Wii U Let's Plays machen. Und das wird dann so hammergeil. Ich freue mich auch sowas von. Naja, ich freue mich... Erstmal auf Montag, erstmal 9 Stunden Chemietest. Heieiei. Eigentlich, Chemie ist. Ah! Ja, der Chemietest ist eigentlich relativ einfach. Nur das, was ich nicht so mag, ist die Metallbindung. Die finde ich kacke. Aber danach, Dienstag schreiben wir Franze, oh, hab ich überhaupt keinen Bock drauf. Denn die Hörverstehensaufgabe, wo man nur so Lopital versteht, ey. Das ist, ich reg mich immer bei diesen Hörverstehensaufgaben auf, aber ich habe da so einen kleinen Trick so während der Arbeit. Ja, Frau Fichtel, meine Lehrerin, Frau, das überpiep ich jetzt mal den Namen. Ich bin meine Französischlehrerin. Junge! Oh Mann! Ey, auf jeden Fall meine Französischlehrerin, ne? Die hat da vorne die Lösung liegen. Und dann tue ich immer so, als wenn ich mitten in der Arbeit was fragen will. Und dann gucke ich immer ganz unauffällig aufs Blatt drauf. Das ist immer die beste Taktik wegen die Hörverstehensaufgabe, die würde ich sonst verscheißen, wenn man sowas von hat. Oh ja, Waschbärenkostüm.
würde ich sowas von hart verscheißen, die Öffentlichkeitsaufgabe auf jeden Fall. Leider hat sie nur die erste Seite da vorne liegen, sodass es nicht so ganz einfach gemacht wird. Aber naja, was soll man machen, ne? Ja, und dann schreiben wir Dienstag noch Physik. Physik ist kein Problem, muss man nur die Formel können und dann hat man schon eine 1. Wobei man Taschenrechner zur Verfügung hat. Ah ja. Und dann Mittwoch. Unser Mathelehrer, der ist ja im Moment krank. Ich hoffe mal, dass... Wir haben ja gerade eine Mathevertretung und ich hoffe nicht, dass wir mit dem die Arbeit schreiben. Ich hoffe es nicht. Dass wir nach den Ferien irgendwie am besten liegen, dann hätten wir noch ein bisschen Zeit zum Wiederholen und müssten dann... Strahlensätze sind sowieso so kacke, ey. Was bringt mir das fürs Leben jetzt mal ganz ehrlich? Ich kann berechnen, wie hoch ein Haus ist. Das bringt mich auch weiter und das hat mich immer interessiert. Und weil wir jetzt Freitag, ne? Da haben wir Bio geschrieben über die Meiose und Mitose. Ich meine, die brauche ich auch nachher fürs Leben, ne? Brauche ich auch ganz dringend fürs Leben, weil ich ja Biologe werden will. Nein, ich will kein Biologe werden. Ich werde nachher Bankkaufmann werden und ich glaube nicht, dass ich das dafür brauche. Ja, jetzt weniger zur Schule und mehr zu den Spielen. Ich meine, euch wird mein Privatleben, glaube ich, nicht so interessieren, aber ich meine, eine kleine Abwechslung so. Ah, das geht doch, das geht doch. Oh ja, lecker Boss. Ich wähle hier mit meinem Schwanz. Kacke! I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Yo! Wahrscheinlich! Ach ja. Aber ich finde es gut, dass hier sehr viele Mario-Bestandteile in dem Spiel sind. Nicht so wie das Motherboard-Level. Aber wirklich, kann mir einer von euch sagen, wo Motherboard in dem Level ist? Ich hab's vergessen. Like a boss. Ich bin ja richtiger Skiller. Oh, das wird gleich ein Spaß. Es ist ja jetzt Abend. Es ist, es ist schon 9:30. Hoi, hoi. Und da dauert es immer ewig, die Folgen hochzuladen. Und deswegen machen wir nur noch das Level und dann war's das für diesen Part. Yo! Dum, 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 da, 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 da. Sieht aus wie so ein ADHS-Kind, ey, jetzt mal ganz ehrlich. Aber, Mann, ich muss gleich noch ein bisschen für Franz lernen, diese ganzen Vokabeln. Denn guck mal, es ist immer so, lerne ich für wo... Kann man da rein? Nein. Lerne ich die Vokabeln, kommen die nicht ran. Lerne ich keine Vokabeln, kommt eine Vokabelaufgabe in der Arbeit vor. Genau wie hier, wenn man das mit einem... Oh, geil, da will ich rein, aber wie soll ich da reinkommen? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall, genauso wie hier im Spiel, ne? Gehe ich nach rechts, geht der Pilz nach links. Gehe ich nach links, geht der Pilz nach rechts. Dann denke ich mir immer nur so, really? Wow! So. Ich hätte den Energy vorher nicht trinken sollen. Heute kann ich bestimmt wieder nicht schlafen. Egal. Morgen ist Sonntag, ich kann ausschlafen. Ich werde sowieso wieder nur bis 9 schlafen, da ich eigentlich ein Frühaufsteher bin. Ja, eigentlich nicht. Ich habe mich schon zum Langschläfer entwickelt. Jetzt sprinten wir hier durch. Sprintet bei mir. Scheiße, es hat nicht geklappt. Ich wusste doch. Ich wusste es. Boah, Junge, wie diese Fischis nerven. Fischis. Shouldn't this level be in the ice world? Whatever. Oh, ich sollte das Level mit ein bisschen mehr Strategie machen. Sollte nicht einfach nur so durch. Ah! Mann! Egal, wir hatten hier so ein Checkpoint. Und das hier nützlich, dann kann ich mir Dings immer aufbewahren, mein Waschbärenkostüm. Jo, wahrscheinlich! Nein! Mann! Oh, da kommt gerade eine O2-Werbung. O2 can do. Er ist im O2-Shop. Oh, Sony 4K, geil.
Fine like in the beautiful say, I just to be happy. You and I, and the diamonds in the sky. Boah, ich sollte bei DSDS auftreten und dann so muss ich die Geschichte bringen, dass ich als kleines Kind vom Fahrrad gefallen bin und dann komme ich ins Finale. Ach ja, und ich wollte mich noch bedanken für 65 Abonnenten, also echt geil, danke Leute. Ah, das war echt knapp. Jetzt sprinten wir hier durch, ich hab... Nein! Mann! Das müssen wir hinbekommen. Ah. Oh, jetzt kommt wieder diese, wie heißt die Werbung? My Days Werbung, okay. Ich gucke mir sehr gerne Werbung an. Wieso? Ich weiß es auch nicht. Meistens gucke ich mir so die Werbung an und mache mich darüber lustig. Ach Junge, was ist das für ein beschissenes Level? Oh! Mann! Egal. Ich würde dann sagen, das war's dann für den heutigen Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao!